Ein Schock für Freunde und Fans. Netflix-Star Julian Ortega stirbt mit nur 41 Jahren am Strand. Völlig unerwartet ist der bekannte Elite-Star Julian Ortega am 25. August gestorben. Der spanische Schauspieler wurde 41 Jahre alt. Wie mehrere spanische Medien berichten, erlitt Ortega am Strand in Marbella einen Herzinfarkt. Sanitäter hätten demnach noch etwa eine halbe Stunde lang versucht, den Netflix-Star wiederzubeleben, allerdings ohne Erfolg. Der Tod wurde noch am Strand festgestellt. Die Nachricht über den überraschenden Tod des Schauspielers sorgt für große Trauer. Schauspielkollege Fernando Teiro schreibt auf Social Media: Das Leben kann manchmal so grausam sein. Ich bin untröstlich, lieber Freund. Du warst ein großartiger Schauspieler und ein noch besserer Mensch. Julian Ortegas Durchbruch auf Netflix. Auch die Spanische Union der Schauspieler und Schauspielerinnen teilte auf ihrer Internetseite einen Nachruf auf Ortega. Darin steht unter anderem: Mit einer enormen beruflichen Karriere ist der Darsteller in national erfolgreichen Serien zu sehen gewesen. Gemeint ist wohl vor allem seine Rolle als Manager des Restaurants La Cabana in der spanischen Erfolgsserie Elite. Er trat in mehreren Episoden der ersten Staffel der Serie auf und gehört seitdem zum Inventar des Casts. Abgesehen davon war er in vielen Rollen im spanischen Fernsehen zu sehen, unter anderem in den Filmen Nunca et Hora und Carente,